das alte Hallenbad Heidelberg. Ein besonderer Treffpunkt, um zum Jahresabschluss noch einmal zusammenzukommen. Das Vergangene noch einmal Revue passieren lassen, einen Ausblick wagen auf das, was kommen wird. Die TSG hat eingeladen, Sponsoren, Unterstützer, Freunde in die ehemalige Männerschwimmhalle, heute Markthalle. Exklusives Jugendstil-Ambiente, erbaut 1906. Eine tolle Location, die wir hier haben, eine komplett andere Location, die jetzt gar nichts mit Fußball primär zu tun hat, sondern einfach den Leuten eine Kommunikationsplattform bietet, auf der sie sich austauschen können, an der sie noch enger mit uns sich verbunden fühlen. Von daher denken wir, dass es eine überragende Aktion heute Abend ist. Und so wie die Leute das annehmen, glauben wir, dass wir es auch richtig gemacht haben. Für leibliches Wohl und gute Unterhaltung ist bestens gesorgt. Seafood, Käse, Fleischspezialitäten. Viele Stände, viele Möglichkeiten, erstklassige und nachhaltig produzierte Lebensmittel zu probieren. Hier findet sich alles, was das kulinarische Herz begehrt. Perfekte Rahmenbedingungen für den Austausch in gelöster, entspannter Atmosphäre. Teil 2 des Abends, Umzug von der ehemaligen Männerschwimmhalle ins benachbarte Frauenbad. Statt kulinarischem rückt das Musikalische in den Mittelpunkt. Gonzo and Friends sorgen für die passende Akustik. Ein Abend für alle, die die TSG in verschiedensten Formen unterstützen. Nach Stadion und Mannschaftskabine dieses Mal eben in Markthalle und früherem Dampfbad. Also wir haben ja verschiedene Formate, wie wir mit unseren Sponsoren umgehen. Und da haben wir zum einen das etwas exklusivere Format, wo wir ganz spezielle Themen darstellen und nochmals kommunizieren und eben auch unsere gesamten Partner an dem heutigen Abend nochmal Danke sagen, nochmal mit ihnen ins Gespräch kommen, auch wissen wollen, was war gut, was können wir besser machen. Und von daher sind es verschiedene Motive, verschiedene Formate, die wir einfach bespielen müssen und wollen, weil wir das auch als unsere Aufgabe sehen und als Dankeschön an alle Partner. Rund 400 Gäste sind gekommen, um mit der TSG 2015 noch einmal Revue passieren zu lassen, sich unter und miteinander auszutauschen und eben auch gemeinsam nach vorne zu blicken auf ein erfolgreiches 2016.